Hallo und herzlich willkommen hier zu 7 Days to Die mit dem Iro Viva. Und mit dem Herrn alten Big Mana. Er ist ein ganz alter Mann. Na, du bist ein Vibe, Alter. Junges Vibe. Genau, wir haben 7 Days to Die ganz früher vor 3-4 Jahren ungefähr 194 Folgen gemacht. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Spiel verändert hat. Gut. Crafting, so. Dann Schlafsack, fertigen. Rezepte. Dauert 19 Sekunden. Fertigen. Aber platzieren tue ich den erst. Ja, wenn wir irgendwo sicher sind, Alter. Ja. Hier im Wald möchte ich nicht schlafen. Man muss ja sagen, grafisch ist ein bisschen schöner auf jeden Fall geworden. Das auf jeden Fall. Na klar, es ist keine Bombengrafik, die man jetzt so sieht. Ne? Ohne Spaß. Ich tue gerade meine Sachen, die ich im Inventar habe, tue ich da rein. Ey, wie blöd kann man eigentlich sein, ey. So. Ah, Level-System. Gibt es übrigens. Ja. Puh, das ist aber ein schönes Haus, ein großes, ey. Ja, deshalb sag ich ja, wenn da... Wenn man sich das sichern würde, aber lass uns erstmal noch weiter gucken. Weil es bringt, dass wenn wir jetzt das Haus sofort nehmen, wir können, warte mal, kann man nicht eine Markierung machen? What the fuck? Im Haus sind welche. Die haben uns gehört. Alter. Ne, wir hatten auch mal einfach Bock auf ein Zombie-Spiel wieder. Oder so ein Survival-Spiel. Das ist so... Na, das ist geil, Boy, dahin, wo ich jetzt hier drauf zulaufe. Das ist eine Bundeswehr, Ingmar. Ich würde da nicht ohne Waffen reingehen, ehrlich gesagt. Wobei... Das ist eine Safe Zone. Jetzt mal ehrlich, es gibt, glaube ich, hier nämlich seit neuestem Safe Zone. Ich habe nämlich jetzt gesehen... Aber wie kommt man denn da rein? Das testen wir jetzt. Ich glaube, einmal komplett drumherum. Weil wenn man sich sowas sichert, ich weiß ja natürlich nicht, gibt es die Zombies noch immer, die Häuserwände hochklettern können. Das ist halt immer alles so die Fragen, ne? Ich glaube, hier ist kein Eingang. Wir müssen das kaputt machen sonst. Aber da ist ein kleines Bauernhäuschen. Vor uns, ne? Ja. Oh, ein Zombie. Oh, Shotgun, da oben ist ein Haus, Shotgun, ein Munitionshaus. Nice. Kein Hintereingang. Ja, wir müssen eine Axt oder irgendwie sowas haben. Weil dann können wir uns erstmal in irgendeinem... Jo, hier liegen überall Minenbeutel. Oh, Scheiße. Und das ist auch Militärbasis, ist da, wo du gerade hingelaufen bist. Das ist auch eine. Also ja, ist Militärbasis. Ja, geil, jetzt laufe ich hier durch ein Kaktusfeld oder was, ey. Boah, sieht aber. Ey, sind hier überhaupt Leute? Oder sind wir alleine hier? Da gibt's einen Händler. Ja, der ist open. Hier ist so ein Wagen hier. Mal gucken. Ja, hier ist ein Händler hier. Press to talk to Trader Jimmy. Okay. Also hier ist zum Beispiel. Stiefel kann man kaufen, eine Pistole kann man. Aber ja. Alter, wie teuer. Das ist. Noch einmal der Chemietisch. Ach, das gehört alles zusammen. Okay. Hier sind Felder, Heidelbeeren aufheben, also zum Essen. Okay, das ist ein Turm, da gehe ich mal rein, guck mal ganz kurz. Okay, dann werden wir erstmal mit Safe Zone natürlich für die erste Nacht erstmal sicher, theoretisch. Um uns dann vielleicht mal irgendwann später dann. Nein, nicht nur. Workbench. Ah, guck mal hier. Das. Da wird Bär immer größer. Bär wird immer größer. Da ist sogar ein Zombie hier. Aber ich glaube, die können das echt nicht kaputt machen, weil die Mauer. Oh, vielleicht gibt es die auch gar nicht mehr, die Zombies, weil sonst wäre ja doch, das doch, die haben doch gerade gegen Fenster geschlagen und so und das hat Schaden angenommen, das Teil. Hier, oh, bei ja, ich seh dich. Du musst hier vorne, hier musst du, wo ich jetzt hinlaufe. Aber sag nicht, hier sind Minen. Nee, also, lauf den Weg. Oh, du bist jetzt auch eine Frau, glaube ich. Ja, du hast auch Titten. Nee, ich bin ein Mann. Nee, du bist eine Frau. Komm rein in der Senderzone. Bei mir bin ich ein Mann. Okay. Ich komme jetzt runter und begrüße dich. Hey, ich finde das ja so töfte von dir, ne, dass du jetzt wieder hier bist, ne? Wo komme ich hier raus? Da. Moinsen! Moin. Ah, du bist trotzdem noch Mann am... Hey, warum hast du denn Titten? Ich habe keine Titten, das ist mein T-Shirt, du Vogel. Ich muss leider meine Beeren hier essen. Denn ich bin ein bisschen verwundet. Ja, wie man auch sieht. Von mir? Ich hab Verband. Ein. Hast du?
Ich glaube, ich kann dich sogar heilen. Warte mal. Geht das noch? Das sehe ich doch nicht. Habe ich dich jetzt geheilt? Ja, es steigt. Jetzt müssen wir unbedingt... Hier, raus wieder. Raus. Da ist ein Zombie genau vorne. Das ist es. Ja, aber was ist jetzt der Plan? Bevor wir jetzt hier unüberlegt machen. Was ist der Plan, was wir machen werden? Oh, was ist das denn hier? Benutzen? Ach, ein Ofen hier zum Schmelzen, ey. Alter. Gott, das ist ja so kompliziert geworden. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt schon mal ein Haus als Unterkunft. Ein abgelegenes Haus. Und dann Wasser und sowas halt. Ich nehme alle Bären hier mit, ne? Ja, ja, mach das. Ich sammle mal hier Müll ein und sowas halt, weil der hat ja hier Müllsäcke auch überall rumliegen. Oh, Entschuldigung. Mal hier in dem Dings. Warte mal, leerer Spind. Ach, hast du schon mitgenommen? Okay. Ja, wo läuft man am besten wieder in die Stadt rein? Aber es ist halt die Sache, wir haben noch keine Waffen, wir haben nichts. Am besten wäre halt, sich Häuser zu finden, die halt einzeln irgendwo stehen und da zu versuchen, die Zombies zu töten oder halt rauszulocken. Ja. Und da sich dann erstmal zu verbarrikadieren. Ich weiß halt nicht, wo Häuser sind. Ja, da hinten sind noch welche. Wo ist das die Stadt? Warte das mal, ich guck mal kurz. Das ist eine Stadt. Hinter uns ist ach, eine Stadt und Stadt. Das ist eine Stadt. Okay. Da müssen wir einfach laufen. Ja, okay. War gar nichts Leben abgezogen. Doch, ein ganz kleines bisschen habe ich jetzt. Okay, dann lass uns mal. Ja. Ab und zu hat das. Oh, ich habe Geld gefunden. Nice. Ja, davon kannst du wieder beim Händler, kann man sich da Sachen geile kaufen. Ja. Okay, hier ist jetzt komische Felder. Wir sind jetzt in Mexiko. Hier sind Kakteen auch. Oh, jetzt habe ich... Sind die Gala de la Familia oder was ist das hier? So klar. Okay, warte mal. Weil der Eingang ist zugemauert. Hm. Oh, Kakteen machen kaputt. Ja, beide Eingänge sind zugemauert. Was okay. Hier mit? Da ist auch zugemauert da unten. Lass mal kurz in die Läden hier reingehen. Ich will mal kurz gucken, ob in so Läden irgendwas Geiles drin ist. Open. Hä? Gesperrt. Schade. Nee. Man kann jetzt jede Waschmaschine durchsuchen. Wollte mich verarschen. Ja klar, war doch früher auch so, dass man alles durchsuchen muss. Oh, da waren wir was drin. Stofffetzen. Immer. Ja, komm raus. Kann ich nicht, ich bin gelähmt. Hau ab. Oh, ach, du heilige Scheiße. What the fuck? Was sind das für Zombies? Der verfolgt uns. Das ist Schlange. Da ist noch ein Zombie. Oh, ich krieg grad Gänsehaut, ey. Oh, heilige Bimbam, du Kacksau, Alter. Nur noch 4 HP. Das sieht ja echt... Ist ja echt in dem Sinne eigentlich... Ja, was soll da jetzt gruselig dran sein, weißt du, so, ne? Denkt man sich. Aber durch die ganzen Schlangen, die hier überall sind... Oh, ich krieg so Gänsehaut die ganze Zeit. Dauer Gänsehaut hier. Und das heißt schon was, ey. Ich will so ein fucking Haus haben. Oder hier ist es echt zu extrem. Ja. Brauchen vielleicht ein einzelnes Haus oder so. Was ja, irgendwo abseits ist, weißt du? Ja, außerhalb irgendwie so, genau. Die haben auf jeden Fall Städte mehr reingebracht. Das gab es ja. So groß nicht. Also das ist auch zufallsgenerierte Städte. Das sind nicht mehr so, wie man es kennt. Wir können es natürlich, wenn wir jetzt wirklich Bock hätten. Wie gesagt, wir wissen es noch nicht, wir müssen erstmal gucken. Um das hier weiter aufzubauen, könnte man sich komplett, ich weiß natürlich nicht, wie es ist, eine ganze Stadt mit Mauern. Da! Was denn? Auf SE. Nein, das ist ein einzelnes Haus. Das meinst du doch, ne? Ja, genau. SE. Gegner. Ach, Gegner. Nein. Haus. Oh, ich darf nicht gegen Kaktus kommen, ich habe nur 4 AP. Ja. Ich pack mal eben meine Sachen, die ich im Inventar habe. Stimmt. Ach, meinst du im Inventar oder die in der Balken, im unteren Balken sind? Sind dann weg. Welche sind weg? Unteren Balken. Unteren die sind Balken. Weg. Ja. Habe ich irgendwas zum Heilen? Natürlich nicht, geil. Ich darf nicht gegen Kaktus kommen, ich habe 4 AP. Ich glaube, hier sind gar keine mehr. Hier ist schon wieder normaler Wald. Das ist schon wieder eine andere Zone hier. Gut. Nee, was ich sagen wollte, ist halt, man könnte sich dann natürlich dann, wenn man halt genug dann Stahl sammelt und dies, könnte man sich dann halt Wände hochziehen, genauso wie Alexandria.
Das steht stimmt. Bei Walking Dead so. Da muss man keinen Graben graben, sondern man macht sich halt mit Stahl, macht man sich halt dann, das ist schon geil aus, glaube ich. In einem Haus baut man sich dann halt ein Waffenhaus rein, im anderen baut man sich ein Technologiezentrum rein, wo man halt dann, ja, Sachen erforschen kann und so. Wäre schon, denke ich mal, nicht übel. Denke ich auch, also das, man kann echt viel machen, trotzdem noch hier. Na, da unten, da ist das Haus, da ist es. Aber glaube ich schon wieder nicht mehr Wald, oder, na gut, der Wald, der spawnt immer so spät bei mir. Aber da unten ist Wasser und wir brauchen unbedingt Wasser auch und so. Das ist es. Wäre sogar echt gut, wenn wir, glaube ich, das machen. Ja. Wir haben viel Herzblut in das Spiel reingesteckt. Das ist halt das, was boah, so komisch ist. Wir hatten da sehr viel, ja. Wie gesagt, es gibt ja DayZ, es gibt so viele andere Spiele, auch zu der Zeit schon, wo wir es gezockt haben. Aber irgendwie, das fanden wir halt, wo wir wirklich unter uns sind, weil wir mochten halt nicht mit anderen Spielern zusammen sein, sondern einfach nur Zombies haben, Croft. Bei DayZ war schon, nee, DayZ ist mein Favorite-Zombie-Spiel gewesen. Weil man einfach unter Spielern war. Und diese Angst hatte davor. Deshalb. Aber das war halt so was anderes, halt Base bauen. So, jetzt hoffen. Okay, Licht ist drin. Immer hier. Nimm den mal. Nimm den. Das ist ein Knüppel. Ich kann nämlich keinen Kampf machen. Ich bin low. Also die Tür ist halt gesperrt. Dauert ein bisschen. Du musst mir sagen, wenn ein Zombie irgendwo kommt, ne? Da liegt, glaube ich, einer drin. Ich guck mal eben, ob da ein anderer Eingang ist noch irgendwo. So ist das echt zombiefrei hier. Mhm. Die haben echt die Tür zugemacht. Zombies! Oh, da ist ein Zombie drin. Uiui. Ja, sehe ich. Zwei. Machen gerade das Haus kaputt. Machen gerade das Glas kaputt. Ich glaube, drin sind die noch stärker als. Ja, weil da ein Schatten ist. Man muss die einfach nur rauslocken. Und dann können wir uns wieder zumachen. Oh, deine fertige Athletigkeiten sind jetzt auf Level 6. Mein Gott. Kommt her, meine Süßen. Zombies, ne? Die sind immer noch pervers, ey. Da sind sie. Die sind draußen. Haben die sich da... Die haben sich rausgemacht. Alter, da wollte ich ja die Tür auch nicht kaputt machen. Dann lass uns da reingehen und dann mit Stroh... Du hast ja Stroh, ne? Nein, oder? Doch. Zumachen. Oder war das jetzt gerade nur ein Bug? Na gut. Aber hier ist noch eine Zone, hier so eine freundliche Zone hier. Echt? Ja, hier ist eine Fahne, so eine weiße. Ich glaube, das heißt immer, dass es freundlich ist. Na dann. Kurz mal reingehen, wieder gucken. Alter. Guck mal, hier ist doch auch nur Holz und ein bisschen Eisen zwischen. Das ist so. Ja, aber ich denke mal, vom Spiel ist das so gemacht, dass wirklich eine Safe Zone und dann. Und dann war's das, sag ich mal. Hm. Okay, hier ist Mais. Ja, das ist natürlich die Frage, ey. Wohin am besten, ey? Was ist das denn benutzen? Alter! Ne, das glaubst du jetzt nicht. Komm mal her zu mir. Wenn du gleich komm mal her, komm mal mit. Siehst du das Ding da, ne? Ja. Benutz das mal. Du musst selber, wenn du Sachen machen möchtest, musst du selber dein Zeug anrühren. Asphalt, Kies, Sand. Alter. What the fuck? Alter Schwede, yo. Machen wir. Ich sag nur, Gott sei Dank ist dieses Spiel auf Deutsch. Also halt die Menü. Ich glaube, da würde ich mich hier überhaupt nicht zurechtfinden. Ne, das stimmt. Das ist sehr. Sehr groß. Oh, ich schmelze gerade hier, glaube ich. Ich schmelze gerade mein Schrott.
dauert noch 15 Sekunden der eine und der andere 54 Sekunden. Nice. Das ist ja cool gemacht, ey. Das ist so geil. Das ist gut. Ja, weil ich hab... Aber du musst ja auch hier Waffen, nicht eine ganze Waffe craftest du dir. Nein, du musst die einzelnen... Ich weiß, die einzelnen Teile, außer du findest halt... Das ist so Hammer, ey. Außer du findest halt, du findest halt Waffen. Und das findet man auch. Nur seltener. Das Komische, ich habe jetzt die Schmelzung, habe ich jetzt Messing-Trophäe und das reingemacht. Aber ich krieg hier kein Messing raus als Output. Schmelzung. Brennstoff, Holz, ja. War schon mal ganz klar, ach, man kann... Ach, noch so einen Feuerkübel, glaube ich, haben, dass es aufgefangen wird. Ja, also schon mal ganz klar, man kann kein Bett in der Safe Zone stellen. Das heißt, man ist dann... Die Safe Zone ist wirklich nur dazu da, um was zu kaufen, vielleicht mal sicher zu sein für eine Nacht. Mhm. Wenn überhaupt. Ah, Nahrung heilt dich auch, Burn, ne, wenn du dann isst. Was? Nahrung heilt dich. Ach nee, das weiß ich. Ja, was ich halte so das nicht das Problem, dass jetzt eher... Ach, guck mal, man kann sogar... Nee. Nee. Siehst du das auf dem Boden hier, Böll? Hier hinter mir, hinter dir. Guck mal hier. Es gibt ja Licht in dem Level, im Spiel, ne? Ja. Guck mal, die Kabel. Führen dann hier hin zu so einem Ding. Sag bloß, man muss auch noch Dings bauen. Licht. Alter. Alter, uiuiui. What the fuck? Ja, wie gesagt, was ich halt als Problem sehe, ist halt wirklich in dem Spiel, oh, Problem jetzt nicht, aber guck mal, wir haben es jetzt so schwierig, egal, einen Schlafplatz erstmal zu finden. So. Ja. Wo man sagen kann, okay, man lässt sich irgendwo nieder und baut sich dann sozusagen seine Existenz auf. Aber wenn ich dann alles sehe, was man alles noch nebenbei machen muss, du musst einen Schmelzofen dir haben, du musst das haben. Du musst so viel haben, um erstmal Waffen dir machen zu können. Du musst Rezepte finden. Außer man würde so taktisch klug bauen, dass man sein Haus neben das Safe Zone baut. Wenn man es kann, das weiß ich natürlich nicht. Wenn man jetzt hier neben ein Haus bauen würde, ne, mit vielleicht sogar so einem Durchgang, wenn es gehen würde, hierhin. Wenn nicht, dann hat man ja den Eingang. Also man kann, hier Stroh kann ich hierhin nicht hinsetzen. Ich gehe jetzt mal raus aus der Safe Zone. Einfach mal neben. Okay, hier kann man nicht bauen, da kann man nicht bauen, da nicht. Ja, ab hier kann man bauen. Wo bist du? Warte mal, da hinten. Ab hier kann man bauen. Da wiederum nicht. Hä? Ach. Doch. Deshalb, man hätte dann ganz nah, ne? Genau, ab hier kann man bauen. Dann wäre natürlich klar, dass man halt die Sachen dann nutzt, die in dem Fort sind. Klar, zum Schmelzen und zum Craften und so. Und es geht halt nicht kaputt, aber es ist auch wieder das Problem. Dein Haus selber geht so schnell kaputt. Oder du musst dein Haus... Du baust dir ein Haus aus Holz, einfach nur hin und machst halt hier Baum, ne? Warte mal, ist das überhaupt, wenn ich jetzt die Äste nehme? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Aus meinem Menü nehme ich mal das Holz raus. Warte mal. Nee. Das ist nur, ich weiß gar nicht, wie man Holz hier, wenn man so Kästen baut. Warte mal kurz, Crafting-Menü. Da, Haus. Gesicherte Holztür. Das ist das als Holzgeländer. Ein Geländer nur. Das ist nur die Kleb... Ach, die ganzen Sachen, Alter, wo man's... Boah. Alter, das ist so heftig. Dann auch, das ist auch so komisch. Alteisenklappe, Alteisenrahmen. Dass man erstmal einen Rahmen baut. Und dann in den Rahmen, dann erst... Das verkleidet, ey. What the fuck? Müssen wir gucken, ey. Das ist so komisch. Da muss man echt gucken. Steinplatten und sowas alles. Nee, weil dann könnte man halt wirklich sagen, gut, man baut... Dann haust du hier hin, legst deinen Schlafsack da rein und mehr nicht. Und Lagerfeuer. Und den Rest, weil du verbringst ja sowieso eigentlich nur Zeit hier und craftest und suchst und dies und jenes. Du machst ja nichts anderes eigentlich. Ne, das stimmt. Dann brauchst du ja eigentlich nur ein Haus. Und wenn du, sagen wir mal, in dem Haus dein Bett da reintust, nur um mal kurz zu speichern oder nur irgendwas zu machen, brauchst du ja in dem Falle... Kannst einfach stehen lassen, das Ding, weil die Zombies interessieren sich ja dafür nicht, wenn du nicht da bist. Kurz hingehen, speichern, denke ich mal, ist das so, schlafen gehen oder so, ich weiß ja nicht, wie das ist mit dem Schlafsack. Ich kann den mal, warte mal, ich tue den mal auf dem Boden hin hier. Ich tue den mal ja auch einfach auf dem ganz normalen nackten Boden.
So, hab ich jetzt hingesetzt. Und mehr kann ich nicht machen. Das war's. Jetzt steht einfach nur, wenn ich jetzt denke ich mal. Was war das denn, Böll? Ich hab einen Baum gefällt. Ach, ich hab. Ach nee, ich hab jetzt den Schlafsack hingelegt. Jetzt habe ich hier gefertigte Steinaxt, muss ich jetzt machen. Ich hab eine Axt. Als nächsten Dings. Warte mal, Steinaxt. Das ist bestimmt unter Werkzeuge, ne? Da, Steinaxt. So, und fertigen. 2, 1. Jetzt habe ich wieder. Das ist das Geräusch, für, wenn du was freigeschaltet hast. Okay, jetzt habe ich halt, wie gesagt, meinen Schlafsack hier. Siehst du den auch? Also halt ja, auf klar. Karte? Nee, auf Karte meine ich oben auch. Nö. Warte mal, ich muss mal meinen setzen eben. So. Steinaxt habe ich auch schon gefertigt. Na, guck. So. Und das ist jetzt halt die Sache, das liegt jetzt einfach nur hier. Und ich denke mal, wenn man stirbt, spawnt man halt an seinem Schlafsack. Man braucht den denke also ich auch, ja. Gar nicht. Das heißt, du könntest den auch in der Wildnis irgendwo hinlegen, ohne ein Haus und fertig. Das heißt einfach nur, wenn du dann stirbst, bist du halt immer wieder dort. Aber das finde ich nicht geil. Nee, ich auch nicht. Man ich will, halt das ist ja nicht Sinn des Spiels. Genau, ich möchte es ja auch lieber im Haus haben. Nur ist halt vielleicht fürs Erste, dass man sagt, okay, man hat halt jetzt hier seinen Schlafsack so liegen. Man geht halt hier rum und sucht seine Sachen zusammen. Macht hier vielleicht die Quest erstmal auch fertig, vielleicht wichtig. Dass man wirklich erstmal die Sachen, dass das dem Spiel, das, was dem Spiel es einem vorschlägt, dass man das erstmal macht. Dass man sagt, okay, man macht jetzt erstmal seine Pflanzenfasern, Hosen, Hemd und dies und jenes. Und die Aufgaben zuerst mal zu erfüllen, damit man vielleicht Erfahrung sammelt und dadurch dann vielleicht, ne, man muss es vielleicht einfach wirklich nicht so voreilig sehen, so wie wir jetzt, zu so sagen, okay, wir brauchen jetzt Waffen, wir brauchen jetzt das, sondern ja. Ganz ruhig, chillig und sagen, okay, Pflanzenfasern machen, okay, dann gucken, wenn wir jetzt die Pflanzenfasern zum Beispiel, kann ich das jetzt alles machen? Ich gucke mir jetzt mal kurz bei Kleidung, Crafting, da ja, Kleidung, so, Handschuhe, auch glaube ich, ne, ja, Handschuhe fertigen, Hemd fertigen, Hose fertigen, Pflanzenfasern, Kapuze, fertigen. Schuhe, fertigen. Das war's, glaube ich, ne? Eins. Einer ist schon fertig. Die Handschuhe sind fertig. Jetzt ist das Hemd fertig. Jetzt müsste gleich die Schuhe müssen gleich fertig sein. Ne, die Hose erstmal. Hose. Zack, ist auch fertig. Jetzt die Kapuze. Genau. Und nochmal ganz schnell die Schuhe. Jetzt habe ich wieder. Und da habe ich noch nicht angezogen. Also erstmal Hose zu Hose. Wo ist die Hose? Ne, warte mal. Hose. Hä? Hemd, Handschuhe, Schiene, Hose. Gut, Hose habe ich angezogen. Dann mein Oberteil. Dann meine Kapuze. Dann meine Schuhe. Und wo sind meine Handschuhe? Da. So. Jetzt habe ich alles angezogen. Mal gucken, was die nächste Aufgabe ist, dass man wirklich erstmal echt die Aufgaben macht. So, jetzt fertige eine Holzknüppel. Ja, mache ich Holzknüppel noch fertig. Holzknüppel ist unter Waffen, denke ich mal. Holzknüppel fertigen. Und zack, wieder fertig. Kannst du deinen Holzknüppel wieder haben. So, und jetzt fertige einen Bogen und Pfeile. Jetzt brauche ich halt wieder Holz. Und das war's dann. Nur Holz brauche ich ein bisschen was. Das mache ich auch mal. Jetzt habe ich ja meinen Knüppel hier. Jetzt kann ich ja ganz schnell Holz abhaken. Und zack. Ah, jetzt machen wir mal kurz meinen Holzbogen. Zack. Einmal fertigen. Und Pfeile 2 Stück Minimum. Ich habe ja genug dafür. Ach, man kann nur 2 Pfeile machen. Oder was? Okay. So. Boah, sehe ich jetzt Babbo aus, Alter. Ja, was hast du denn gemacht? Dein Mantel. Den habe ich gefunden. Achso. So, jetzt baue eine Basis. Und jetzt fängt's an, gesammeltes Holz. Da musst du erstmal einen gefertigten Holzrahmen dir craften. Dann platziere den Holzrahmen und dann aufgewertete Holzrahmen da dran setzen. Das sind immer so die Aufgaben. Oh. Und dann geht's halt weiter. Jetzt will ich mal kurz gucken. Ich habe jetzt einen Pfeil. Mit 2 Pfeile. Kann ich nicht noch mehr craften? Will ich noch ein paar mehr Pfeile haben, bitte? Da. Achso, weil ich kein Holz mehr habe.
Okay, dann gucke ich mal nach dem Zombie. Ich will mal kurz gucken, wie das ist, wie viel Schaden ein Kopfschuss macht. Kopfschuss. Komm, Zombies, wo seid ihr? Seid ihr jetzt nicht mehr da? Das ist auch wieder komisch, weil sie hocken auf einem Ort und kein Zombie kommt. Laufen wir rum, kamen sofort ganz viele Zombies hier. Ja, deshalb, das ist... Warte mal, ist das ein Zombie da hinten? Nee. Hä? Ist hier so friedlich, ey. Wo sind die Zombies denn? Hallo? Zombies? Wo seid ihr? Ich sehe, find hier keinen. Hm. Na gut, dann probiere ich mal ganz kurz aus, wie das ist, wenn ich den Pfeil mal gegen einen Baum schieße. Okay. Ich weiß nur nicht, wie man den benutzt. Wie benutzt? Nee, ohne Spaß. Weiß ich doch nicht. Weiß ich nicht. Warte mal. Pfeile? Hä? Pfeil und Bogen habe ich jetzt ausgewählt. Pfeile habe ich auch. Oder muss ich im Menü lassen? Kurz gucken. Achso. Nachladen mit R. Ich will aber den Hut tragen. Ja, mein Pfeil liegt hier nicht. Irgendwas kam jetzt da, Geräusch. Ich bin in der Safe Zone, deshalb. Ich weiß. Kannst du mir nicht anschießen. Na gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir das weitermachen oder nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal einen Einblick bekommen, wie das jetzt aussieht. Im Gegensatz zu früher. Und dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen. Bis bald. Bis bald. Mit dem Ingo Viva. Genau, und dem Big Mana. Haut rein. Tschüss. Tschüss.